Ampel ist eingeblendet, rot geschaltet und ab geht's. Mal sehen, wem der Start besonders gut glückt. Fontana ist gut weggekommen, Schumacher nicht so gut, Coronel hat ihn überholt, biegt als Zweiter ein, Coronel, es führt Fontana, Schumacher war nur Dritter an der ersten Ecke, attackiert sofort und Coronel, das Schlitzohr sperrt erst einmal zu, aber Schumacher macht es außenrum, geht außenrum vorbei in die zweite Position. Coronel hat dem Druck nicht standhalten können und jetzt ist ihm noch einer wohl ans Hinterrad gefahren, gerade so im Vorbeihuschen, bin ich sicher, hat ihm jemand das Hinterrad durch eine Touchierung mehr oder weniger von der Aufhängung gerissen. Schumacher steckt noch nicht auf. Der hat dieses Rennen noch nicht als Zweiter abgehakt. Das ist auch nicht der Typ, der sagt, ich gehe mal auf Nummer sicher und mache sichere 15 Punkte. Der will hier gewinnen. Das ist das Auto von Arndt Meyer, das im Übrigen gesponsert wird vom AMC Diepholz Dallara. Und das sieht mir nach Marcel Thiemann aus, der sich elegant verabschiedet, dabei noch rasiert wird von einem Nachkommenden. Da hat zumindest der rechte Frontflügel ein bisschen Schaden genommen. Mal sehen, ob er weitermachen kann. Immerhin fängt Ralf Schumacher seine zweite Formel-3-Saison schon viel besser an als sein Bruder Michael, der nach einem dritten Platz 1989 als hoher Titelfavorit ins Rennen ging 1990 und gleich beim ersten Durchgang in Zolder das Auto mal mit Vehemenz in die Botanik feuerte und mit einem Nuller nach Hause kam.